previous episode of Life is Strange. Get that gun away from me, psycho! No! They called film little pieces of time. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Es ist mal wieder soweit. Und damit ein verschlafenes und dennoch herzliches Willkommen hier zurück bei Life is Strange. Immer diese Morgen. Ach, schlimm, 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 schlimm. Immer dieses Aufstehen hier. No amount of rewind will keep me clean. I still need a shower. Ja, und damit einen wunderschönen guten Morgen, liebe Max, und auch euch, meine lieben Freunde, wünsche ich hier an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Willkommen zurück hier bei Life is Strange, jetzt in der zweiten Staffel angekommen, beziehungsweise in-game sind wir in Episode 2 angekommen. Wollen wir doch mal unsere Pflanze hier so ein bisschen noch gießen, bevor es uns eingeht. Auch wenn ich selber keinen grünen Daumen habe und ich sie wahrscheinlich jetzt überwässern würde. Gießen ist immer gut. Gießen ist immer gut. Könnt ihr mal eben Selfie machen hier? No smiling. Take your power seriously. Oha, sehe ich tot aus. Aber gut. So. Ja, bevor wir duschen, machen wir erstmal unser Bett. I am so not a rebel. I always like my bed to be neat. Ist vielleicht ein bisschen besser. Thanks, Mom. Yep. So, wir haben Handy drin. Oh, ich war bis 0 Uhr wach. Schlimm, schlimm. Und vor allem, ich stehe um 7:30 dann noch auf. Oh Gott. Oh, sie will uns zum Frühstück einladen. Ja!
Und wieso mag sie keine Emojis? Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Like no time has passed. So, gucken wir uns erstmal den Spiegel an. Oh, Kacke, sehen wir scheiße aus. Hello, zombie face. This is what happens when you research quantum physics all day. Ja, it would be fun to get some peeps together and play a real game instead of drama games. Okay, ich dachte eigentlich, da hätten wir ein paar Sachen drin zum Anziehen, aber offenbar nicht. Ne? Dann, hier haben wir noch einen Schrank. Uh-oh. I wonder if I'll ever wear a watch again. Also so eine Uhr, das ist definitiv Grundschule. Ich glaube, so eine trägst du mit 18 Jahren definitiv nicht mehr, Max. Aber gut, Kulturbeutel, den haben wir schon mal gebrochen. Okay, Max, let's hit the showers now. Yeah, wir gehen mit ihr duschen. Wer hat da nicht drauf gewartet, seit der ersten Staffel mit ihr duschen zu gehen? Aber, ich will nur mal kurz gucken, ob sie Gitarre spielen kann. Offenbar kann sie. Das ist definitiv tausendmal besser als ich. Ich kann nämlich gar nicht spielen und alles, was ich rausbringen würde, wäre wahrscheinlich eine Vergewaltigung der Gitarre. Aber definitiv kein musikalisches Spielen. Mal kurz nochmal gucken. Warren is blowing up my inbox now. As long as he helps me figure this out. Okay, dann habe ich ihm anscheinend alles erzählt, was mich betrifft da mit meinem Zeit zurückspulen, in die Zukunft sehen, bla bla bla. Ups, das wollte ich jetzt nicht drücken. Und ich nehme an, ich habe es auch Chloe erzählt gehabt. Und beide scheinen mir anscheinend zu glauben, also zumindest scheint Warren mir das zu glauben. Und so nach der letzten Folge... In der letzten Staffel scheinte mir auch Chloe das so weit abzukaufen. Do not forget, I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Consider it done. Yeah, dazu sag ich jetzt mal nichts. Sie ist nach wie vor eine Bitch. Mal gucken, was sie dazu zu sagen hat. Bevor wir duschen gehen. Fine, I won't disturb you. Ja, ist vielleicht auch besser so. Mit der Alten will ich mich nicht unbedingt anlegen. Wer lebt da? Brooke. No Brooke here. Cool, cool. Ah, es ist auch schon wieder so ein Mathematiker-Witz, ey. Schlimm. Ups. Na, das können wir doch verhindern hier, ne? We have the power. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Naja, es macht dich glücklich, sagen wir es mal so. Wow, now that was close. Thank you, Max. No problem. Kein Ding, Alter, kein Ding. Was macht er denn da? Ich dachte, hier dürfen keine Jungs rein. Ja, so geht's auch, ne? So geht's auch. Früh Sport mal anders. Hä? Wo ist er denn jetzt hingeploppt, der Typ? Egal. Hey, yo. Was geht? Moin, moin. Okay, Max. That's twice you've saved me from a projectile weapon. Are you my guardian angel? Hardly. Ja, I just have a sixth sense for trouble. I'm glad die Rechnung kommt später. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way, Warren said you borrowed his epic film flash drive. I didn't know you were a sci-fi geek like us. What's your favorite? Zurück in die Zukunft ist ein Klassiker und täglich grüßt das Murmeltier. Da will ich jetzt nicht unbedingt als Klassiker bezeichnen, aber kennt man auch. Looper. Habe ich ehrlich gesagt nie gesehen. Ich weiß zwar, worum es geht, aber wenn ich jetzt wählen müsste... Ach komm,
Nehmen wir das. I love the idea of going back in time to fix mistakes in Groundhog Day. I barely want to go forward in time, much less go backward. I hear you, but it's all about the choices you make now. You and Warren do know your sci-fi. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. Also ich habe keine Ahnung, was sie meint. Was meint sie denn? Nein, jetzt mal ernsthaft, was meint sie? Ich weiß es nicht, ist eine Wurst. Hi Juliet. Hallo Juliet. Hey Max, did you check out Kate's hot video yet? Was? Kann ich das auch irgendwie... That's so not cool. I didn't get wasted on camera and get busy with the Vortex Club. Kate's not like that and you know it. Really? Sie hat... Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Ja, kein Ding, ne? What did you do about Victoria pulling that crap? Nothing yet. My mind works in devious ways, too. Glad to see you're back in action. Yeah. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's sehr the spirit. Von dir. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Welches Video? Sie hat anscheinend irgendwie ein virales Video im Netz stehen, wo sie mit einem Typen rummacht. Okay. Warte mal. Warte mal, die hat doch hier vorne, glaube ich, irgendwo ihr Zimmer, aber mich nicht alles. Ne, das ist Juliet. Brooke, Taylor. The fuck is Taylor? Das ist irgendwas anderes. Poster. Hier, Kate. Kate is an early bird. She might be up and gone. Okay. Na gut, dann kann ich sie dazu nicht befragen. Dann gehen wir jetzt erstmal duschen mit ihr. Yeah! Duschen! Ach, da ist sie ja. Okay. Hallo, irgendwer hier? Kuckuck. Hallöchen. Ist das ein Kondomautomat? I'm good to flow. Thanks. Oder ist das für die weiblichen Bedürfnisse? Hole to another universe. Yeah. Moin, Kate. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Ja, kein Ding, ne? Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max. Do you still have my copy of the October Country? Keine Ahnung. Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Wer? Can you please bring it back to my room this morning? Was ist ein Bradbury? I just need to take some notes for class. Absolutely. Ich kenne nur das Bradbury Building in Los Angeles, in Downtown. Aber das war's auch eigentlich. Mehr kenne ich, ehrlich gesagt, nicht. Ja, Rachel ist eine Hure, ne? Das Übliche. Egal, dann wollen wir jetzt erstmal mit dir duschen gehen. Haha, ja, wir sehen. Wir dürfen ihr beim Duschen zugucken. Hoffe ich doch mal. Lalalala. Komm, 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 komm. Yeah, yeah, yeah. Okay. Was sehen wir? Was sehen wir? Wir sehen nichts. Was soll die Scheiße? Ich will nicht sie sehen, ich will Max nackt sehen, verdammte Kacke. Zeigt mir das, das ist wesentlich interessanter. What's up, Kate? Die Bitch. That's it. That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Naja, sie ist eine virale Schlampe. Und sie ist einfach so eine Schlampe. And you know he has the good shit.
Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. Schlampe! She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to this video so everybody schiebt gets die gerade von sich auf andere? You are such an sie evil ist so biatch. Selber die I love it. Bitch, die da meint, sie wäre was Besonderes. Vor allem, sie kennt den Link in- und auswendig? Also ich kenne nicht mal den YouTube-Link von meinen Lieblingsvideos mittlerweile in- und auswendig. Also sorry, aber heilige Scheiße. Geschweige denn von Pornos. I better get dressed, then go give back Kate's book. Ja, das könnte man machen, aber... Erstmal machen wir das hier weg. Ey. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Dumme Bitch, ey. Ärgern wir noch ein paar Leute da drin. Hello, water. Sorry, I forgot. Oh, warum kommt ihr nicht einfach raus? Kann man da vielleicht irgendwie reingucken? Vielleicht irgendwie? Nee? Oh, schade, schade, schade. Hätte mich gefreut. Na gut. Naja gut, was soll's. Aber wir wollen uns ja auch noch anziehen gehen. Bedeutet, da haben wir dann auch nochmal die Chance, ihr dazu beizuzugucken. Look at me. I'm Max Selfie. Ja, komm, das ändern wir mal. Wir malen mal was Schönes drauf. Ich sehe immer noch scheiße aus, ganz davon ab. Warning, Surveillance Cam on. Yeah! Das sieht zwar nicht aus wie eine Kamera, aber wurscht. Ah, was ist das? Ach Gott. No fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Oh shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Worst. Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. Wow, er hatte echt nichts drauf, der Junge. Boah. Der ist ja ungefähr so kreativ in der Kunst wie ich. Absolut genial. Gut, My desk is a pigsty, but I know it ain't there. Suchen wir mal eben Kates Buch hier. And nothing here. Mal da gucken. Ah, bingo. Oops. Of course she just spilled soda on Kate's book. Better fix this fast. Ja. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Genau, so. Nein, falsche Taste mal wieder. Be gone, foul soft drink. Ah, du hinterlistige Limonade. Ich habe deinen heimtückischen Angriff vereiteln können. Muhahaha. Ja, alles klar. Aha, you sneaky book. You're mine. Muhahaha. Dieses raffinierte Buch hatte sich versteckt. Es hatte sich gewagt. Aber nicht mit uns. Denn wir sind die unaufhaltsamen... keine Ahnung, irgendwas Krieger unseres Zimmers und des Chaoses und ach, keine Ahnung. Was ein Schwachsinn. Okay, komm, dann gucken wir uns mal kurz den Stundenplan an. Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Poor thing. Oh, ganz böse. Was haben wir denn heute?
ist denn heute überhaupt? Mal kurz gucken. 2. September. Super. Das ist 2013. Mrs. Hoyda is still out sick. Okay, also... I heard somebody say she has severe depression. Okay, also entweder haben wir Montag, haben wir Dienstag oder Freitag. Da wir ja gestern in der letzten Stunde dieses Fotografie-Dings da, Bums da hatten. Ach, scheiß drauf, ist auch egal. Komm, jetzt gucken wir uns erstmal, wie wir uns anziehen. Maybe I'll just put on a shirt and hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rhyme time. Super, ich wollte dir eigentlich beim Umziehen zuschauen. Mann, nicht mal das darf man hier. Now I can finally take this back to Kate before I'm late. Aber klar, das Spiel ist ja ab 12. Verzeihung. Naja, egal. Bevor wir uns jetzt allerdings in das Zimmer von... Scheiße, ich habe ihren Namen vergessen. Begeben. Klappe. Gucke ich später rein. Bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und würde mich natürlich freuen, wenn wir dann auch in der nächsten Folge zusammen wieder hier unser Unwesen treiben würden und die Zeit manipulieren würden zu unseren Gunsten beziehungsweise zugunsten unserer Freunde. Also dann, Leute, danke nochmal und einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis denne, haut rein. Ciao, ciao.